Schön, dass ihr diesmal wieder dabei seid bei meinem nunmehr dritten Deckprofile oder der dritten Deckanalyse in meinem jetzt schon gar nicht mal so kurzem Projekt Road to Goat. Wir haben jetzt das dritte Deck durch, das Chaos Goat, und wie in den beiden anderen Fällen vorher auch, gehe ich einmal kurz über die Deckliste rüber, analysiere danach die Matchups und beleuchte dann nochmal genauer das Deck, was mir daran gefallen hat, was mir daran nicht gefallen hat, was man vielleicht ändern könnte, ob ich dieses Deck weiterempfehlen kann oder nicht. Und zum Abschluss habe ich noch eine kleine Ankündigung zur Zukunft dieses Projekts für euch. Also seid gespannt. Okay, gehen wir mal schnell durch die Deckliste des Chaos Goat. Wir haben ein BLS, ein Breaker, zwei Chaos Sorcerer, drei Dekuichi, drei Spy, ein Kaiko Main, zwei Magician of Faith, zwei Tomaten, zwei Night is Silent, ein Sangan, eine Serpent, drei Thunder Dragon, drei Book of Moon, eine Card Destruction, ein Duo, eine Grace, ein Storm, Doppel Nobleman, einmal Pot of Beat, einmal Snatch Steel, drei Rageki Break, ein Ring, ein Torrential und zwei Trap Dust Shot. Im Side-Deck haben wir zwei Asura Priest, zwei Kinetic oder Cypher Soldier, den zweiten Kaiku, New Doria, ein Tribe Infecting Virus, dreimal Mind Control, eine MST, zwei Dust, eine magische Störung und eine Mirror Force. Das Fusionsdeck wird nicht benötigt in diesem Deck. Ich habe es einfach mit Random-Karten voll gemacht, damit wir ein volles Fusionsdeck haben, weil warum nicht? Okay, soweit die Deckliste. Gucken wir uns mal unsere Matchups der letzten 5 Folgen an. Hoppala, das ist die falsche Auflistung. Hier haben wir unsere Matches einmal aufgelistet. Wie immer, ihr wisst ja Bescheid, 3 Matches pro Folge. Die erste Folge von Chaos Goat war Folge 13. Das bedeutet, die ersten 3 Matchups könnt ihr in Folge 13 gucken. Match 4 bis 6 in Folge 14. Match 7 bis 9 in Folge 15. Match 10 bis 12 in Folge 16. Und Match 13 bis 15 in Folge 17. Ich lasse das ja einmal kurz stehen. Ihr könnt das Video pausieren, wenn ihr euch das einmal genau angucken möchtet. Denn ich habe hier noch eine übersichtlichere Auflistung der Matchups. Die haben wir hier. In den 15 Matches mit Chaos Goat haben wir 4 Mirror Matches gehabt gegen andere Chaos Goat Varianten. Davon konnten wir 3 gewinnen. Wir haben 3-mal gegen Warrior gespielt. Davon konnten wir 2 gewinnen. Positiv, dass wir ein positives Matchup gegen Warrior haben, weil Warrior ist ja eigentlich designed, um Chaos Goat zu schlagen. Das heißt, es freut mich. Wir haben 2-mal gegen ein klassisches Goat Control gespielt mit einem Sieg, einer Niederlage. Ebenso bei dem Reasoning Gate OTK, wo wir auch einmal gewonnen, einmal verloren haben. Wir haben 2-mal gegen ein Burn gespielt, das haben wir auch jeweils einmal gewonnen, einmal verloren. Und dann hatten wir noch 2 Matchups einmal, und zwar ein Exolia und ein Horus. Die konnten wir beide für uns entscheiden. Genau, am Ende stand dann eine 10-5 Bilanz. Damit ist Chaos Goat jetzt das schlechteste von den 3 Decks, die ich gespielt habe. Trotzdem konnten wir 2/3 unserer Matches gewinnen. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Ganz bestimmt nicht. Gucken wir es noch einmal jetzt an. Das war jetzt das dritte Deck, was wir gespielt haben. 15 Matches pro Deck. Sprich, wir haben jetzt 45 Matches gespielt in diesem Projekt. Einmal möchte ich ganz gerne die Matchups allgemein nochmal beleuchten. Wie sieht das Metagame aus, was wir encountert haben auf der Goat Ladder? Das können wir uns hier einmal angucken. So sieht man das ein bisschen übersichtlicher. Das meistgespielte Deck gegen uns war das Chaos Goat, was wir 12-mal gesehen haben, wo wir nur 2-mal gegen verloren haben, was eine starke Bilanz ist. Also mit 3 verschiedenen Decks scheine ich gegen das Deck ganz klar zu kommen. Dann haben wir 6-mal gegen ein klassisches Goat Control gespielt, 6-mal gegen Warrior, 5-mal gegen Reasoning Gate OTK. Und das sind quasi die großen 4 Decks, die wir alle mehrmals encountert haben. Und dann haben wir noch 3 Decks 2-mal gesehen, und zwar Empty Jar, Burn und Exodia. Und alle anderen Matchups hatten wir nur 1-mal auf der Ladder. Okay, von den Matchups her gehen wir hier noch einmal zurück. Ich finde es aber ganz interessant zu beleuchten, was für Games wir verloren haben. Also wir haben gegen einen Warrior verloren, dann haben wir gegen einen Goat Control verloren, gegen einen Burn, gegen ein Reasoning Gate OTK und ein Mirror Match. Das können wir mal durchgehen. Also das Reasoning Gate OTK, da hat der Spieler einfach sehr, sehr viel gehabt. Und ich meine, das ist ein sehr explosives Deck. Wenn das gut zieht und sich gut in Situationen rauszieht, kann man dagegen schon mal 2-0 verlieren. Gegen das Burn Deck konnten wir einfach nichts machen. Also das ist schon, wundert mich, dass wir da überhaupt ein Game gegen gewonnen haben, weil wir einfach dann die Nuts gezogen haben in Game 2. Aber so ein klassisches Burn Deck ist echt schon schweres Pflaster für das Chaos Goat. Vor allen Dingen, weil das Side Deck da nicht so wirklich was gegen hat. Da können wir gleich mal drauf eingehen.
Dann haben wir ein Mirror Match verloren, einmal Warrior und einmal gegen Gold Control. Okay, ich gehe jetzt einmal zurück aufs Deck. Jetzt habe ich zu dem Matchup, denke ich, alles gesagt und gucken uns das Ganze an. Ja, wie funktioniert das Deck? Es ist quasi, erstmal, um mal ein bisschen klarzustellen, also ich bezeichne alle Chaos-Decks generell als Chaos Goat, wobei es da eigentlich nochmal eine Differenzierung gibt. Und zwar differenziert man zwischen Chaos Turbo und Chaos Control. Der größte Unterschied dabei ist, dass ein Chaos Control Deck in der Regel Karten wie Scapegoat und Metamorphose spielt. Und auch Karten wie Tsukuyomi. Die haben wir in diesem Deck hier nicht. Das heißt, es würde sich wahrscheinlich eher als Chaos Turbo klassifizieren. Wobei man im Chaos Turbo auch öfter Karten wie Upstart oder Jar of Greed sieht, die in dem Deck hier nicht drin sind. Und jetzt seht ihr auch gleich den Grund, warum ich einfach alle Chaos Decks als Chaos Gold bezeichne, weil die Grenzen verschwimmen sehr. Und ich versuche ja schon eine recht übersichtliche Matchup-Liste zu haben. Und wenn ich dann jetzt anfangen würde, wirklich auch noch jede Unterstufe jedes Decks zu klassifizieren, manchmal ist es schon schwer genug zu unterscheiden, ist es jetzt ein Chaos Goat oder ist das ein Goat Control, weil da auch die Nuancen sehr verschwimmen können. Und deswegen belasse ich mich dabei einfach, wenn ich Donnerdrachen sehe, wenn ich Chaos Monster sehe und dann halt ein Goat-lastig irgendwie Control Deck darum oder Turbo, wie auch immer, dann ist es für mich ein Chaos. Also ja, das hier ist eben also eher eine Chaos Turbo Variante, wobei es auch kein, wie gesagt, auch nicht wirklich Turbo ist. Ja, worauf spielt das Deck? Das Deck spielt darauf, relativ langsamen Beginn zu haben, Vorteile zu generieren mit Karten wie Dekuichi, mit Spy, sich Feldkontrolle zu erarbeiten, mit Magician of Faith kann man natürlich seine Power Space recyceln und im Endeffekt ist der große Endziel des Decks dann mit Karten wie Black Luster Soldier oder Chaos Sorcerer das Game zu beenden. Also einen mehr oder weniger großen Push dann durchzuführen. Genau. Das Deck ist relativ langsam, gerade zu Beginn, es sei denn, man hat irgendwie einen Powerstart mit Grace, Pot, Duo und hat dann sofort Futter für Light, Dark und Friedhof und dann das Chaos Monster. Aber das passiert eher weniger, sprich, das ist eher ein langsameres Deck. Und dementsprechend finde ich, ich bin gerade ein bisschen umstrukturiert in dieser Folge, wir gehen mal weiter durch die Deckliste. Interessante, also das Deck ist relativ Standard. Was eben auffällt, ist, dass, wie gesagt, die Goat Tsukuyomi und Metamorphose Engine nicht in dem Deck enthalten ist. Das ist definitiv eine Variante, die man spielen kann. Stattdessen spielt das Deck dann Karten wie Mystische Tomate, was nicht unbedingt Standard ist. Das ist eben ein Recruiter. Auch Spice muss man nicht unbedingt in einem Chaos Code spielen. Ich finde sie sehr, sehr gut. Und das Deck hat auch eine Form von Hand Control, zum Beispiel in Form von Trap Dust Shot. Das ist auch nicht unbedingt eine Standardkarte im Goldformat. Im Moment wird zum Beispiel im Chaos Code auch sehr gerne Solemn Judgment gespielt. Man kann vielleicht zu dem Deck sagen, das Deck ist keine aktuelle Liste, was immer komisch ist zu sagen ist, weil das Goldformat ändert sich ja im Endeffekt nicht. Allerdings verschiebt sich im Format ja auch, wenn der Kartenpool die Bandliste sich nicht ändert. Und das merkt man auch in dem Goldformat sehr. Und ich habe das ja ganz am Anfang erwähnt. Diese Deckliste, die ich hier spiele, ist die Deckliste, womit Ricardo Lari die Gold World Championships 2020 gewonnen hat. Sprich, die Deckliste ist ein Jahr alt und hat eben letztes Jahr in dem Format, was da auch bei den Gold Worlds gespielt wurde, das Turnier gewonnen, die World Championships gewonnen, war dort erfolgreich. Und das merkt man auch, dass diese Liste ein Jahr alt ist, weil da viele Karten drin sind, die man heutzutage nicht mehr so sieht im Goldformat. Oder beziehungsweise sich das Chaos verändert hat. Also wie gesagt, man sieht viel Krug der Gier in der Turbo-Variante. Solemn Judgment ist auch immer mehr zum Staple geworden. In der Chaos-Variante kann man sicherlich auch spielen. Ja, aber das Deck hat dann eben nur einen etwas anderen Approach. Sonst, ich glaube, auf das Main Deck kann ich nicht mehr großartig sonst eingehen. Es ist relativ Standard. Man hat auch den einen Kaiko als Main Deck Tech gegen Mirror Match. Es ist aber auch relativ random. Ansonsten ist es keine Karte da drin, die irgendwie super, super außergewöhnlich ist. Am ehesten vielleicht noch die Tomaten und die Trap Dust Shots. Was man noch erwähnen kann, ist Raigeki Break. Ist ein weiterer ganz interessanter Formatshift. Tatsächlich wird im Moment, das habt ihr auch in den Matches gesehen, eher Wing Blast gespielt als Raigeki Break. Sowohl in anderen Decks als auch in der Chaos-Variante, das habt ihr auch gesehen in meinen Matches, dass ich in Mirror Matches oft gegen Wing Blast gespielt habe. Ich werde aber Raigeki Breaks. Ich persönlich mag Raigeki Break. Ich habe natürlich jetzt Wing Blast, das ist auch eine tolle Karte, habe ich jetzt im Goldformat selber nicht ausprobiert. Ich denke, das ist situationsabhängig. Das kann man für sich selber testen. Unterschied zum Raigeki Break ist ja, dass der Wing Blast die gezielte Karte aufs Deck legt.
was Vorteile haben kann. Also einmal geht die Karte nicht in den Friedhof, was ein Vorteil sein kann. Die Karte wird nicht zerstört, was in manchen Fällen ein Vorteil sein kann. Und man verlangsamt den Gegner, indem man ihm einfach quasi seinen nächsten Draw nimmt, weil der nächste Draw dann ja die Karte ist, die man zurückgelegt hat. Nachteil ist natürlich, dass die Karte nicht für immer weg ist. Das heißt, insofern der Friedhof für immer ist, aber zumindest zieht der Gegner die Karte dann nächste Runde wieder. Also Vor- und Nachteile dieser Karte in dem Format. Und noch interessant ist es, dass die Mirror Force nur im Side-Deck ist, aber das sind sicherlich nur Onsen, die ihr für euch dann auch ändern könnt, falls ihr das Deck ausprobieren möchtet. Das Deck spielt auch keine Tributmonster im Main, also generell nicht. Also Jinzo und Pashard sind zum Beispiel zwei Monster, die auch gerne gespielt werden im Chaos Code. Kann man auf jeden Fall auch spielen. Dieses Deck verzichtet darauf, ich denke mal aus Konstanzgründen. Und wenn wir nochmal ins Side-Deck gucken, haben wir hier die beiden Asura-Priester, einfach sicherlich gegen Goats. Dann Kinetics gegen Warrior, da muss man auch sagen, oder Cypher Soldiers. Für mich sind es immer Kinetics Soldiers, ich weiß nicht, wann die mal umbenannt wurden, aber also die Karten, die ich hatte in meiner Zeit, als die Karte gut war, waren es Kinetics Soldiers. Auch die Karte ist mehr oder weniger rausgeschiftet. Es wird lieber Skill Dark Magician oder Rasender Gorilla gegen Warrior geboardet, aber Kinetics Soldiers ist sicherlich auch eine gute Karte. Also es ist eine sehr gute Karte gegen Warrior, aber Warrior stellen sich auch drauf ein, daher schifftet das so ein bisschen raus. Das ist diese Formatverschiebung, von der ich gesprochen habe. Der eine Nudoria, den finde ich sehr interessant, harmoniert sehr gut mit den Gemeindeck Tomaten, der hat mir auch echt gut gefallen. Tribe ist eine sinnvolle Side-Deck-Karte. Dann haben wir ein bisschen Basic Spell Trap Removal. Den Magic Jammer verstehe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich, wofür der da ist. Da müsste man wissen, weil also ein Magic Jammer wirkt schon ziemlich random. Ich weiß nicht, ob es einfach eine Karte gegen Reasoning Gate ist oder so oder gegen irgendwelche oder gegen. Vielleicht ist die Karte auch einfach nur gegen Mofingjar FDK. Kann ja sein, dass das vielleicht ein Versuch war, dagegen anzukommen. Aber ja, sprechen wir über die für mich beste Side der Karte in dem Deck und das ist die Mind Control. Mind Control ist in Mirror Match überragend. Ich habe, glaube ich, erst so in der zweiten Hälfte der Matches gemerkt, wie gut die Karte eigentlich ist. Und ihr habt es in den Matches gesehen, fast immer, wenn ich die Mirror Match hatte, hat die einfach mich in so eine gute Position gebracht. Man nimmt Flipmonster vom Gegner, man nimmt ihnen die Möglichkeit, den Flip-Effekt zu aktivieren und nimmt den Flip-Effekt für sich selbst. Das ist wirklich, wirklich, wirklich großartig. Man kann einen gegnerischen Chaos Sorcerer oder BLS klauen und den einfach verbannen. Dann hat man das Problem eben auch nicht mehr. In dem Moment ist es einfach nur ein 1-zu-1-Removal. Aber es ist eine sehr flexible Karte, die gerade im Mirror Match einfach gut. Also außerhalb des Mirror Matches will ich sie nicht. Höchstens vielleicht gegen das normale Gold Control könnte man drüber nachdenken, aber eigentlich ist es eine Mirror Match Tech-Karte. Tech-Karte. Und zwar eine sehr, sehr gute. Okay, mein allgemeines Fazit zu dem Deck ist, ich glaube, es ist jetzt nicht nur, also genau, das kann ich euch noch zeigen, das habe ich noch gar nicht gemacht. Wir haben hier noch eine Auflistung. Genau, die drei Decks, die wir bisher gespielt haben. Einmal die Auflistung, welches Deck wie gut abgeschnitten hat. Platz 1 ist das Panda Burn mit einer 12 zu 3 Bilanz. Auf Platz 2 das Warrior mit einer 11 zu 4 Bilanz. Und auf Platz 3 das Chaos Code mit einer 10 zu 5 Bilanz. Also hat das Deck am schlechtesten abgeschnitten, wobei, wie gesagt, 10 zu 5 immer noch echt gut ist. Aber das ist nicht der Hauptgrund, warum ich sagen muss, dass dieses Deck mir bis jetzt am wenigsten gefallen hat von den drei, die ich gespielt habe. Mich stört an diesem Deck ist, dass man im Early Game sehr abhängig vom Draw ist. Und zwar, wenn man keine sehr gute Hand hat, hat man einen sehr, sehr langsamen Start. Und meistens bedeutet dieser Start, du musst ein Flipmonster setzen. Und wenn du dann einen Nobleman kriegst, hast du ein Riesenproblem. Und das habe ich auch oft wirklich gemerkt, dass ich nicht schnell reingekommen bin, auf meine Flip-Effekte angewiesen war und dann ein oder teilweise sogar zwei Noblemans im Early Game kassiert habe. Oder wenn man dann gegen Warrior spielt, den Level 2er, oder dann kam Nobleman plus Donzer Luke. Und das weiß ich ja selber aus den Zeiten, wo ich Warrior gespielt habe, wie super, super anfällig das Chaos dagegen ist. Und ich denke, einer der Hauptgründe, warum diese Liste nicht mehr so ganz aktuell ist, dass zu dem Zeitpunkt, als die Liste die Gold Worlds gewonnen hat, Warrior noch nicht so populär war, wie es jetzt ist. Also in dem Turnier ist ein Warrior Dritter geworden. Das hat immer relativ auch die Leute eher überrascht. Und danach wurde es halt viel gespielt. Also natürlich war es schon präsent, deswegen hat man auch die Cypher Soldiers, aber lange nicht so wie jetzt. Und ich denke, alleine deswegen würde man ein paar Sachen ändern. Also auf jeden Fall meiner Meinung. Ansonsten, das Deck ist sicherlich von den drei Decks, die wir bis jetzt gesehen haben, auch das Skill-lastige. Vielleicht lief es deswegen auch nicht so gut für mich. Ich muss auch sagen, Gameplay-technisch war ich teilweise sehr unzufrieden mit mir. Ich hätte in vielen Situationen einiges besser machen können, als ich es gemacht habe. Ich habe auch einen Spielstil, der sehr kurzfristig orientiert ist, der sehr auf Beatdown und auf Damage ausgerichtet ist manchmal. Und vielleicht ist dann dieses Deck, wo man auch schon mal drei, vier Züge vorausdenken muss, nicht ganz so ideal für mich.
Wir haben trotzdem ein sehr gutes Ergebnis damit, oder ein gutes, solides Ergebnis damit am Ende noch schaffen können, obwohl wir schwach gestartet sind. Das spricht dafür, dass das auf jeden Fall ein stabiles Deck ist. Und ja, ich kann es auf jeden Fall empfehlen, auszuprobieren. Generell guckt euch auch andere Chaos-Varianten an. Ich werde euch wieder, wie in der letzten Deck-Analyse, die Seite vom goldformat.com einmal verlinken. Da könnt ihr, das ist die aktive Gold-Community, die regelmäßig Turniere schmeißt, die Gold-World Championships Ausrichtung, da findet ihr Deckliste von allen aktuellen Turnieren, von den letzten Weltmeisterschaften, einfach alles. Und da könnt ihr euch alle erdenklichen Decklisten anschauen. Und da könnt ihr auch mal durch verschiedene Chaos-Decklisten gucken und schauen, ob da vielleicht eine für euch dabei ist. Okay, eine Karte, oh Gott, ich bin so unstrukturiert heute, es tut mir voll leid. Eine Karte, die in der Liste hier nicht drin ist. Man vielleicht noch erwähnen kann, die nicht so bekannt ist, ist der Magical Merchant. Sehr, sehr gute Karte im Chaos Gold, ist auch ein Flip-Effekt-Monster. Und der Flip-Effekt ist, dass man Karten von seinem Deck auf den Friedhof schickt, bis man eine Zauberfalle erwischt, die kriegt man dann auf die Hand, die anderen Karten bleiben im Friedhof. Ist natürlich im Chaos eine tolle Möglichkeit, seinen Friedhof zu füllen, auch mit Light Darks teilweise. Und man kommt schneller an seine Power-Spells ran. Also das ist eine Karte, die eigentlich populär ist. Im Goldformat, aber wenn ich drüber nachdenke, auch wieder auf der Ranked Ladder immer weniger zu sehen war. Also auch eine Karte, die man in Erwägung ziehen kann. Dann eine weitere Karte, die in dem Deck nur wieder mal gespielt wird, ist der Arcane Mimic Level 1. Ist quasi eine Dekuichi als Flip-Effekt-Monster. Ja, viel mehr nutzt man die nicht. Warum man den in manchen Chaos-Varianten spielt, ist, weil es ein Level 1er ist. Wenn man nämlich die Metamorphose-Variante spielt, dann ist das eben eine weitere Möglichkeit, sein Thousand Eyes Restrict zu holen. Das Ding hier. Okay, ich denke, ich habe alles zu diesem Deck gesagt. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, dieses Deck mal auszuprobieren. Es ist sehr, sehr populär. Also die Chance, dass ihr dann auf Mirror-Match in der Rangliste trefft, ist relativ hoch. Also setzt euch auf jeden Fall mit diesem Deck auseinander, weil ihr werdet oft dagegen spielen. Und manchmal hilft es ja, wenn man ein Deck selbst spielt, dann die Schwächen dieses Decks auch zu analysieren, um dann auch besser dagegen zu spielen. Okay, ich hatte euch noch eine Ankündigung. Es ist nur eine Mini-Ankündigung zu der Zukunft dieses Projektes versprochen. Das Projekt wird weitergehen. Es wird sich auch nicht großartig verändern. Ich bin nämlich im Prinzip im Großen und Ganzen sehr zufrieden damit. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und ich kriege tatsächlich Feedback von ein paar Leuten. Grüße gehen hier raus an. Ihr wisst, wer gemeint ist, die sich das wirklich angucken und auch die Videos kommentieren oder mir privat schreiben, was sie davon halten. Und das großes Dankeschön. Wie gesagt, ich habe ja immer gesagt, wenn nur eine Person sich ein Video von mir anguckt und ein bisschen Freude damit hat, dann hat sich das alles gelohnt. Genau, ich werde allerdings die Uploads in der Woche reduzieren. Wir sind ja im Moment bei 3 Uploads die Woche, also immer sonntags, mittwochs und freitags. Jeweils um 15 Uhr kam eine Folge. Ich werde den Freitag als Upload-Tag jetzt streichen. Das heißt, wir gehen auf 2-mal die Woche. Dieses Video müsste an einem Mittwoch rauskommen. Das bedeutet also, übermorgen für euch kommt keine Folge. Dafür kommt Sonntag dann die erste Folge vom neuen Deck raus. Ich glaube, 2-mal die Woche reicht, vor allem weil die Videos ja auch recht lange sind und ja, 3 Videos, die teilweise 1 Stunde lang sind pro Woche, ist dann vielleicht auch ein bisschen viel zu schauen. Und mir persönlich gibt es den Raum, die Videos ein bisschen qualitativ aufzuwerten. Und das ist der nächste Punkt, ist, dass ich jetzt nach und nach anfangen möchte, die Videos auch ein bisschen zu bearbeiten. Ich habe bislang nichts daran gemacht, ich habe sie einfach aufgenommen, hochgeladen, fertig. Das soll sich jetzt auch ändern. Ich habe mir jetzt eine Schneidesoftware zugelegt und der erste Schritt zum Beispiel, den ich ab nächster Folge versuche, ich kann es euch noch nicht versprechen, ich werde mich auf jeden Fall damit beschäftigen, ein wenig Musik zu unterlegen. Ganz leise, so dass es ein bisschen durch Sprechpausen auch ein wenig angenehmer sind und man hört zum Beispiel das Rauschen des Laptops ein wenig auf der Aufnahme, dass das zum Beispiel auch nicht zu hören ist. Das ist etwas, was ich machen möchte. Und die andere Sache ist, eventuelle Wartezeiten rausschneiden, vielleicht auch mal die eine oder andere Situation vielleicht mit einem Schnitt zu bearbeiten. Das sind die Sachen, die ich ab Sonntag gerne in meine Uploads, für euch Sonntag in meine Uploads einkorporieren möchte. Dafür gibt es nur noch 2 Folgen die Woche. Ansonsten ist das Video schon wieder länger, als ich eigentlich geplant hatte. Das kennt ihr ja schon von mir. Es geht also für euch am Sonntag weiter mit der nächsten Folge und mit dem vierten Deck. Und ich weiß auch schon, welches Deck das sein wird. Das wird ein Reasoning Gate OTK. Freut euch also auf explosive Spiele, auf dicke Monster und auf Bricks. Das wird es in diesem Deck geben. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Gerade bei den Deck-Analyse-Folgen freue ich mich immer sehr über Feedback, weil das, glaube ich, die Sache ist, wo ich am meisten,
besser werden kann, wo ich am meisten mich auf Vorschläge von euch eingehen kann. Also, sagt mir Bescheid, wie ihr diese Folge fandet, was ihr daran gut fandet, was ihr daran scheiße fandet. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge von Road to Goat.